Danke, Mike, dass du das Publikum schon mal warm gemacht hast. Da. Mit mir werden es ein wenig mehr Schwierigkeiten haben. Ursprünglich komme ich woanders her, vor dem Flugplatz. Aber wir haben ja extra keine Kosten und Mühen geschaut für euch. Wir haben hinten gute Technik, die versucht das so herzumischen, dass er mich versteht. Ich werde natürlich auch meine Wege dazu beitragen. Gut. Auch nochmal von mir recht herzliches Willkommen an alle, dass ihr die Zeit gefunden habt zu unserem Unternehmernachmittag, dass wir euch irgendwas erzählen können von unserer neuen Technik. Ich wurde gebeten, einen Vortrag zu halten über das Reinigen, Inspizieren und georeferenziertes Vermessen von Hauptkanälen und Anschlusskanälen. Das hört sich jetzt kompliziert an. Ihr werdet es aber merken, im Laufe des Vortrags, es ist gar nicht kompliziert, im Gegenteil, es macht einen riesen Spaß, wenn man es macht und man hat richtig was davon. Kurz zur Gliederung. Als erstes möchte ich was zu meiner Person erzählen. Es gibt ja einige, die mich noch nicht kennen. Dann gleich ein paar technische Neuerungen vorstellen, die wir teilweise da draußen stehen haben. Die können Sie sich ja noch auch anschauen. Ja, und das Personal ein bisschen löchern mit Fragen. Dann werde ich speziell auf die Funktion und Technik der Lindauer Schere eingehen. Auf das Aussichtssystem, was benötigt wird zum Vermessen. Und dann gibt es noch ein zweites System, das nennt sich HKSYS, was zur Vermessung von Hauptkanal nötig ist. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Kromasel. Ich bin seit 2006 in der Firma Operator beschäftigt. Habe da angefangen auf einer Multifunktionsanlage als Fachkraft für Kanalsanierung. Wir haben dort die Schwalmtechnik zur Verfügung gehabt, also Schwalmroboter. Habe da auch diverse partielle Sanierungsverfahren praktisch durchführen können. Zum Beispiel Kurzleiner, Rundleiner, Quicklock und so weiter. Habe da also praktische Erfahrung sammeln können. Habe dann 2008 in der Schweiz eine Umschulung gemacht oder eine Weiterbildung gemacht auf KT, Verpress- und Spachtelverfahren. Die waren danach halt froh, damit sie mich wieder los hatten, weil auch mit dem Schweizer Dialekt habe ich meine Schwierigkeiten gehabt. Habe dann 2011 eine Weiterbildung gemacht zum zertifizierten Kanalsanierungsberater in Kerpen bei der DWA. Habe den erfolgreich abgelegt und bin dann 2012 in die Bauleitung eingestiegen. Damals haben wir noch TV, Kanalreinigung und Kanalsanierung als Schwerpunkt gehabt bei jedem Bauleiter, haben dann aber gemerkt, dass das einfach zu umfangreich wird, das ganze Gebiet, das Wissensgebiet, und haben dann die Bauleitungen spezifiziert. Somit bin ich und der Mike dann TV, für den Bereich TV-Inspektion und Kanalreinigung zuständig, der schon umfangreich ist, und der Heuwieser macht dann die ganze Sanierungstechniken. Mit dem werdet ihr da noch kurz in Kontakt kommen. Das war jetzt, das ist das Schöne mit dem neuen Stick, was wir da haben, ne? Der funktioniert nämlich genau andersrum. Deswegen werden wir das oft haben, dass wir die Folien doppelt sehen. Zum Vertiefen sage ich jetzt einfach. Gell? Da haben wir jetzt als erstes das IPEC-Fahrzeug, ganz neu. Hat noch ein Leipziger Nummernschild, lasst euch enttäuschen, das wird noch angemeldet. Gell? Das IPEC-Fahrzeug hat eine Hauptkanaltechnik an Bord. Da können wir ab DN150 bis DN1600 inspizieren. Können wir zur Null aber auch ein bisschen größer gehen auf 1800. Da muss man dann schauen, wie es mit der Ausleuchtung wird. Ne? Hat dann einen dementsprechend großen Bedienraum mit zwei PCs, wo man einfach sagen kann, okay, ich habe zum einen einen Bildschirm, wo ich sage, ich habe da meine Erfassungssoftware drauf, und auf der zweiten Geschichte kann man dann ein PDF hinterlegen, oder für die Laservermessung ist der zweite Bildschirm ganz gut geeignet. Des Weiteren, muss ich kurz spicken, haben wir den Ringlaser an Bord. Der Ringlaser ist zur Deformationsmessung gedacht, also das ist tatsächlich nur ein Ring, was man sieht, das soll das schematisch dargestellt sein, wie er funktioniert. Man sieht es an dem Bild nochmal ganz gut. Der Ringlaser ist einsetzbar von DN150 bis DN700, vom Hersteller freigegeben. Größere Dimensionen muss man einfach dann abtesten, ob es funktioniert. Weil wir da vorne ein riesen Schwert aufbauen müssen, ne, dass die Kamera den Ring erfassen kann als solches. Und je länger das Schwert dann wird, desto mehr kommen Vibrationen rein. Ne. Und natürlich ist da die Leistung vom Laser begrenzt, aus arbeitstechnischen Gründen. Das Laserverfahren ist zertifiziert nach WRC. WRC ist ein Unternehmen, was in England ansässig ist.
Das ist weltweit bekannt und genießt großes Ansehen. Und in den meisten englischen, englischsprachigen Gebieten wird dann dementsprechend auch nach dem Verfahren ausgeschrieben. So, jetzt habe ich das kurz erklärt. Man kann das natürlich viel besser sehen, wenn man da einen kleinen Film sieht dazu. Und da mein Vortrag eine Zeit lang geht, so, ich habe gesagt, du willst zwei Filme rein. Schauen wir uns den ersten Film erstmal an. Was ist Blinken Laser Scan? Und wie kann Ihnen diese innovative Software bei der Inspektion der Abwasserinfrastruktur helfen? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie einfach die Vermessung der Rohrgeometrie mit Laserscan ist und wie Sie damit professionelle Inspektionsberichte erstellen. Die Laserscan-Software erkennt automatisch Laserpunkte, welche auf die Rohrwandung einer Kanalhaltung projiziert werden, um die Geometrie des Rohres zu bestimmen. Diese Geometrieinformationen werden dann dazu benutzt, den Zustand des Kanals besser zu verstehen und um die Reinigung und Sanierung besser planen zu können. Laserscan ist dabei unabhängig von Hardware und arbeitet mit allen gängigen Kombinationen aus Inspektionsfahrwagen und Laserlichtquelle. Laserscan funktioniert als eigenständiges Programm oder direkt integriert in die WinCan-Inspektionssoftware. Wenn es in Kombination mit WinCan verwendet wird, kann man die Berichte der Laservermessung in den Inspektionsbericht integrieren. Laserscan erstellt Berichte für eine ganze Reihe von Eigenschaften eines Rohres. Deformationen, Ovalität, Kapazität, Durchmesser, den Wasserstand sowie Informationen zu den Seiteneinläufen. Genau, jetzt haben wir gesehen, was es ist, was Ringlasermessung bedeutet. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie es funktioniert. Wenn Sie den Scan-Prozess starten, stellen Sie die Präzision der Messung sicher, indem Sie die Videoeinstellungen auf die maximale Auflösung stellen. Schalten Sie das Licht und die Dateneinblendung ab, um einen möglichst hohen Kontrast zwischen dem Laser und der Umgebung zu erreichen. Starten Sie jetzt mit der Inspektion und befahren Sie den gesamten Kanalabschnitt in einem Stück. Nach der Befahrung wird das Video von WinCan Laserscan analysiert. Bei diesem Prozess erkennt die Software das Lasermuster in dem Video und berechnet daraus die Geometrie des Rohrprofils. Sobald diese Analyse abgeschlossen ist, erstellt WinCan Laserscan automatisch eine Vielzahl von detaillierten Berichten. Genau, jetzt haben wir gesehen, wie es funktioniert, was es ist. Ich habe da ein schönes praktisches Beispiel. Wir sind vor einem Jahr gefragt worden, ob wir Deformationsmessungen machen können in der Infrasurf. Und zwar war es da so gewesen, ich weiß nicht, ob es genau noch zusammenbringen, auf jeden Fall im Rohr einen Dimensionssprung gehabt. Ne? Ich meine, das ging von DN 300 auf 700, war das so extrem? Nein, so extrem nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir einen Dimensionssprung drin gehabt. Ja? Sagen wir es in meine Dimension, in meine Rohrdimension. Wie kann man das bewerkstelligen? Jetzt gibt es das Optimis, das ist ein mechanisches Verfahren, ne, mit seinen Abtastarmen, vielleicht kennt es jemand. Ne? Der ist aber irgendwo an eine Dimension gebunden, das heißt, ich stelle eine Dimension ein und somit durchfahre ich diese Dimension. Sobald ein Dimensionssprung kommt, kann das System das nicht ausgleichen. Und der Ringlaser, der kann sowas ausgleichen. Dann hätte man im Prinzip mit dem Ringlaser solche Deformationsmessungen ohne weiteres ausführen können. Ne? Da kann man zum Beispiel sowas ganz gezielt und spezifisch einsetzen. Gut, soviel zum Fahrzeug E-Pack-Anlage mit Deformationsmessung. Das zweite Fahrzeug haben wir ganz bewusst groß gewählt, ja, damit es auffällt, damit es schon von Weitem sieht, wenn wir da auftauchen sollten irgendwo. Nein, das ist natürlich nicht so. Da drin ist eine Lindauer Schere verbaut. Lindauer Schere hat einen Spülantrieb oder einen Schiebeantrieb. Wir haben uns für einen Spülantrieb entschieden, weil einfach der mehrere Vorteile hat, die wohl im Folgenden erläutert werden sollen. Da kurz zur Erläuterung, wie der ganze Fahrwagen ausschaut. Den Fahrwagen setzen wir ein ab 200, 250 Durchmesser. Und der hat den Vorteil, ich werde also hier meine Spültechnik, meine Lindauer Schere einsetzen. Hier unten sieht man es in der Praxis. Ja. Und dann fährt die über den Spülantrieb, nachdem sie an der Stelle positioniert worden ist mit dem Fahrwagen, in den Abzweig rein. Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist der ganze Unrat, der hier hinten herauskommt. Ja. Da liegt vor der Kamera. Das heißt, ich habe das nicht auf der Kamera drauf. Bei anderen Systemen, die hauen sich alle auf der Kamera drauf. Ne? Und das ist natürlich Gift für die Technik, ja? Für die Motoren, was wir da arbeiten, für die ganzen Dichtungen und so weiter. Und einsetzen können wir das Ganze ab DN200. Eigentlich ist der Fahrwagen ab DN200 einsetzbar, die Schere in kleineren Bereichen, bis DN1600 und auch Eye-Profile. Also Eye-Profile können wir genauso abdecken mit der ganzen Technik.
Jetzt kommen wir zur Schere an sich selber. Die Schere, die schaut so aus, die können wir dann draußen noch anschauen. Wie gesagt, die steht im vorderen Bereich, das Personal ist vor Ort. Wir können auch eine kleine Vorführung da machen, wenn es gewünscht ist. Das können wir dann im Anschluss machen. Also wenn Interesse besteht, kommt es dann einfach zu mir her. Dann darf man uns alle sammeln und schauen wir uns die ganze Funktion der Schere an. Es steht eigentlich schon alles da, was er kann. Ne? Das ist eine Farbdreh-Schwenkkopfkamera, ist abbiegefähig, auch in verzweigten Systemen. Ja, also die kann nicht nur geradeaus fahren, die kann durch die Schere hier vorne natürlich auch in die Verzweigungen weiter reinfahren und reinigen. Die Grenzen sind uns gesetzt, 120 Meter Reichweite im Spülbetrieb. Da haben wir einfach die Grenzen gegeben aufgrund vom Spülschlauch, ja, weil der einfach nicht länger ist, wenn man dann irgendwann in den Bereich reinkommt, wo die ganze Schere die Kraft oder wo der Spülantrieb die Kraft nochmal aufbringt, um den Schlauch hinterher zu ziehen. Einsetzbar DNL 100 bis 200, das spricht jetzt wieder nur für die Schere, das heißt die Abzweige sollten nicht kleiner wie DNL 100 sein und nicht größer wie DNL 200. Und natürlich an Bord der Ortungssender. Der Ortungssender ist einschaltbar und ausschaltbar. Wenn man braucht, kann man dementsprechend nutzen. Was haben wir für Vorteile durch diese ganze Schertechnik davon? Die Schere an sich kann ein- und ausgeschoben werden. Das heißt, ich nutze die Schere zum einen zum Abbiegen. Das heißt, mit der Schere drücke ich die Kamera in die leicht gegen den Versatz oder gegen den Abzweig und mit der Spültechnik kommt von hinten die Kraft und schiebt die rein. Und der Vorteil ist, wenn die Schere eingebaut ist, habe ich die nicht mehr im Bild drin. Bei anderen Systemen habe ich immer den irgendwas drin. Viele Stäbchen habe ich jetzt mal den Stoff vorne drin. Und das stört teilweise, weil man gewisse Sachen, die man sehen möchte, gar nicht sieht. Des Weiteren kann ich natürlich dadurch komplett mich frei bewegen. Ich kann Muffen abschwenken, 360 Grad Drehungen machen. Ich kann eigentlich im Prinzip machen, was ich möchte oder was gedacht ist mit der Kamera und habe keinerlei Beeinträchtigungen. Des Weiteren kann ich natürlich die 3D-Lagevermessung machen, die mit der Schere nötig ist. Und wir sprechen dann wirklich von der Vermessung, nicht von der Schätzung. Jetzt habe ich da ein Beispielvideo. Das ist jetzt ohne Ton. Ja. Da sieht man ungefähr, wie sich die Schere im Rohr bewegt oder wie dieser Abbiegevorgang funktionieren soll. Machen wir so, das war jetzt praktisch, das ist genau der Vorführeffekt. So, starten wir es nochmal. Wir sehen jetzt hier die Schere, wie sie sich antreibt, mittels Wasserkraft. Deswegen sind da zwei Mann zum Bedienen nötig. Der eine bedient vorne die Schere und der zweite Mann bedient hinten die Spüleinheit. Jetzt sieht man, wie sich die Schere abdrückt und durch die Spülkraft weiter die Verzweigungen bewegt. Und man sieht hier sieht man es nochmal, er drückt sich jetzt gegen die Rohrwandung, der zweite Mann gibt hinter den größeren Druck und die Schere schiebt sie ganz einfach rein. Das Stück hier drin ist flexibel und ermöglicht dadurch natürlich auch kleine Bögen und Radien zu durchfahren. Man sieht jetzt hier schön, wie eng das eigentlich zugeht. Ne? Jede zwei andere Schiebekamera hat wahrscheinlich Schwierigkeiten, einfach um den Bereich herumzufahren. Und dank des Spüldrucks und im Prinzip der Flexibilität und der Schertechnik haben wir die Möglichkeit, auch sowas zu reinigen und zu inspizieren bzw. zu vermessen. Wie wir wissen, sind solche Probauweisen, es ist ein leider gutes, keine Seltenheit. Meistens haben der Häuslerbauer selber was zusammengebaut oder es ist einfach in Hallen früher einfach verlegt worden und keiner weiß, wie es langläuft. Ne? Dann kann man durch solche Techniken natürlich zum einen die Leitungen reinigen und zum anderen vermessen. Jetzt kommen wir zum, wie gesagt, nochmal zu dem ganzen Thema Vermessung. Ich habe die ganze Zeit schon irgendwo drüber geredet. Die Aussatzvermessung, die Abzweigvermessungen. Das muss man sich vorstellen, in der Schere selber ist ein Sensor verarbeitet oder verbaut, der kann die X, Y und Z Achse wahrnehmen. Ja? Also sprich, wenn ich die Rohrleitung befahre und sich irgendeine Achse verändert, dann wird die automatisch registriert und an die Software zurückgegeben. Ja? Das hat natürlich den großen Vorteil, dass nichts geschätzt wird. Es wird alles tatsächlich vermessen.
Wir haben genaue Lage- und Höheninformationen. Wir müssen nicht unbedingt auf ein Grundstück zum Orten. Und wir können, wie man es jetzt im Video gesehen hat, natürlich auch schwierige Anschlüsse befahren und reinigen. Die Vorteile sehe ich da drin zum Beispiel, wir haben es, ich habe es schon angesprochen mit den verschiedenen Hausanschlüssen, man hat es aber auch relativ häufig, dass man Arbeiten durchführen muss an Rohrreinigungen, ob es in der Industrie ist oder im privaten Bereich, und weiß gar nicht, wo liegt denn das. Na? Ich möchte einen Anschluss schaffen an das Rohrleitungssystem oder ich möchte den Boden erneuern beispielsweise. Na? Oder irgendwelche Bauvorhaben starten. Ich sage, ich möchte einen Anbau machen an der bestehenden Halle und weiß aber nicht, wo die Leitung langläuft. Ja? Dann kann ich das mit dem System vermessen. Ja? Und dann dementsprechend natürlich weitergeben. Man kann es ins Gieß einpflegen oder man kann detailgetreue Pläne erstellen. So eine Messung habe ich jetzt hier ein Beispiel von einem Hauptkanal dargestellt. Die kann so verlaufen. Wir haben im ersten Schritt haben wir die Reinigung. Bei der Reinigung wird da die Vermessung mit stattfinden. Wir fahren also unsere Leitung ab, reinigen die, vermessen die. Wir können beim Zurückfahren der Leitung schwierige Passagen nochmal zurückvermessen. Das heißt, Rückvermessung starten. Ja, da wird die ganze Geschichte viel genauer wird. Und dann im zweiten Arbeitsgang erfolgt die TV-Inspektion, die im Endeffekt dann nochmal die Leitungen abfährt. Und ich kann dann genauso sagen, okay, ich gehe in die Seitenleitungen mit rein. Also das ist jetzt bloß eine schematische Darstellung von dem Anschluss. Ich kann natürlich genauso hier reingehen. Ja. So kann ein mögliches Ergebnis ausschauen von so einer Befahrung. Ja. Ich habe die Hauptkanaldaten zur Verfügung gestellt bekommen, in Form von DWG-Plänen oder detailgetreuen PDF-Plänen. Die kann ich dann ins System einpflegen. Shapes gehen auch noch, genau. Und dann diese Pläne dazu erstellen. Ja, also so ein Anschluss wurde quasi inspiziert mit der Schere und auch vermessen. Ich habe es hier versucht nochmal größer zu machen, aber habe da relativ wenig Erfolg gehabt. Kommen wir noch zu einer anderen ganz interessanten Sache. Das ist die Vermessung vom Hauptkanal. Die funktioniert so ähnlich, allerdings mit der großen Kamera. Hat genauso einen Sensor verbaut, da wo die verschiedenen Achsen dementsprechend erfasst. Und das ist halt interessant auf Deponien zum Beispiel. Ja. Bei den Sickerwasserleitungen, ja, bei denen ist es interessant. Oder bei gebogenen Kanälen, wie man es jetzt hier in dem Bild sieht. Haben wir hier ein Beispiel in Regensburg. Da wurde der Kanalverlauf, das ist der originale Kanalverlauf, wie er hinterlegt worden ist. Und dann wurde eine Messung gemacht mit dem Hauptkanalvermessungssystem. Und festgestellt, dass der Kanal eigentlich hier drüben verläuft. Dann haben wir eine Abweichung von 3,40 m. Und die 3,40 m, die können schon, ich sage jetzt mal, kriegsentscheidend sein. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für die Hauptkanäle, das gilt genauso für Anschlusskanäle. Ja? Die genaue Bestimmung der Lage kann im Endeffekt bei Baumaßnahmen schon viele Vorteile bringen. Ja, weil wenn ich bei Baumaßnahmen bin, sei es jetzt im Straßenbereich, im Industriebereich, im Gebäudebereich und vermute die Leitung dann an der Position, ob es jetzt eine Anschlussleitung ist, ob das Hauptkanalleitung ist, spielt keine Rolle. Und sie befindet sich tatsächlich da und dort möchte ich eine Maschine installieren beispielsweise, die was sie verankert werden muss im Beton, dann kann das schon interessant werden. Ne? Und wenn man dann nicht gleich sieht, was los ist, dann können die Schäden spätererweise natürlich immens groß werden. Ne? Gut, ich bin jetzt soweit durch. Ich fürchte, ich war ein wenig zu schnell. Aber dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, noch die Technik draußen nochmal anzuschauen. Da können Sie unsere Mitarbeiter nochmal löchern, können sich das nochmal live anschauen, die ganze Geschichte. Und so vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen System, dürft ihr durch Fragen stellen. Noch stehe ich da, ergreift eure Chance. Keine. Dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit.